Reiseplanung 2023, Mallorca am günstigsten. Das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Familien planen ihren Oster- und Sommerurlaub für das kommende Jahr. Auch 2023 ist und bleibt Mallorca das günstigste Reiseziel für Familien, wie die Frühbucherpreisanalyse von HolidayCheck zeigt. Besonders da sich die Inflation auch auf die derzeitigen Reisepreise auswirkt. Können sich die Frühbucherrabatte der diversen Anbieter für einen preiswerten Urlaub auf der Baleareninsel lohnen? Im Rahmen der Preisanalyse wurden die Preise einer einwöchigen Pauschalreise mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen 7 und 11 Jahren inklusive Flug, Transfer und Hotel ausgewertet. Obwohl der Urlaub auf Mallorca teurer geworden ist, ist er im Vergleich zu anderen meistgesuchten Urlaubsorten am günstigsten. 35% mehr müssen Malle-Urlauber im Vergleich zur Urlaubssaison 2019 zahlen. Während der Oster- und Sommerferien kostet eine einwöchige Pauschalreise durchschnittlich 3.202 Euro. Christoph Heinzmann, Tourismusexperte bei HolidayCheck, hat dafür eine Erklärung: Urlaub ist dort günstig, wo es viele Flugverbindungen und ein breites Angebot an Hotellerie gibt, sagt er. Für eine Woche Gran Canaria muss eine Familie im kommenden Jahr durchschnittlich 3.368 Euro bezahlen. An die türkische Riviera kann man zu viert für 3.488 Euro reisen. Wer in Ägypten, Fuerteventura oder Kreta den Urlaub verbringen möchte, muss mit ungefähr 3.500 bis 3.600 Euro rechnen. Teneriffa, Rhodos und Kos kosten 2023 hingegen schon um die 3.900 bis 4.000 Euro. Die größte Preissteigerung im Vergleich zum Jahr 2019 hat Kreta verzeichnet. 71% mehr müssen Reisende für Urlaub auf der griechischen Insel zahlen. Die höheren Reisepreise im kommenden Jahr seien durch die höheren Kosten insbesondere im Bereich Energie und Personal zu erklären. Das wirkt sich auf die Flugpreise wie auch auf Unterkünfte aus, sagt Heinzmann. Obwohl Dubai durchschnittlich 18% günstiger ist als in den Vorjahren, ist es immer noch das teuerste Ziel unter den Top 10 der meistgesuchten Reiseziele von Familien. Durchschnittlich kostet eine Reise für eine vierköpfige Familie ins Emirat 5.695 Euro pro Woche. Doch nicht nur mit der Auswahl des richtigen Reisezieles lässt sich bares Geld sparen. Auch der richtige Zeitpunkt der Buchung ist entscheidend. Ab sofort bis in den März hinein bieten Veranstalter Frühbucherrabatte. Außerdem sorgen Pauschalreisen für planbare Kosten und sind meist günstiger. Zusätzlich sollte man ähnliche Reisedauern vergleichen. Oft ist es preiswerter, an einem Sonntag oder unter der Woche zu fliegen. Samstags hingegen ist der klassische Bettenwechsel teurer, da die Anfrage besonders hoch ist. Zudem lohnt es sich häufig, mehr auf Hotels mit einer guten Bewertung als auf eine hohe Sternekategorie zu setzen.